Regelmäßig besuchen wir in der Länderspielpause unsere 05er Clubpartner und lassen ein Kindertraining von unseren Profis leiten. Heute sind wir beim SV Guntersblum und Stefan Bell, Robin Zentner und Marco Richter versuchen sich heute als Trainer. Mal schauen, wie sie sich anstellen. Wer ist Cheftrainer, Bello? Robin. Ich glaube, die hängen an seinen Lippen nachher. Für uns als Verein natürlich eine Riesensache, dass wir den Kindern das bieten können. Ich denke, der noch größere Nutzen ist aber bei den Kindern, die halt die Chance haben, mit Profis, die sie aus dem Fernsehen kennen, aus dem Stadion, zu trainieren. Das muss ein ganz tolles Gefühl sein. Wenn ich jetzt noch mal 10 Jahre alt wäre, das wäre ja eine Riesensache. Da hätte ich, glaube ich, die Nacht vorher nicht geschlafen. Ich bin Luftlinie 50 Meter von hier aufgewachsen. Der Sportplatz hier war mehr oder weniger mittags wie mein Wohnzimmer. Also ich war jeden Mittag hier gefühlt. Und deswegen ist es schon was Besonderes. Macht das immer Spaß, wenn man sieht, mit welcher Freude die Kids bei der Sache sind, wenn sie Profis zum Anfassen sozusagen als Trainer bekommen. Weil auf der anderen Seite gehen wir in die Region natürlich, weil wir Fans generieren wollen. Und wenn ich jetzt heute hierher komme und sehe, dass die Hälfte der Kids im 05-Trikot kommt, muss ich sagen, haben wir schon einiges richtig gemacht. Ja, wir machen mit Abseits bei klaren Entscheidungen. Das ist eine neue Erfahrung, aber echt eine coole Erfahrung, vor allem jetzt in der Länderspielpause natürlich eine willkommene Abwechslung. Ja, ist schon schwierig, alles zu organisieren, aufzubauen, vor allem jetzt mit Kindern. Du hast ja, ich glaube, wir haben 32 Kinder zu dritt, das ist schon anstrengend. Trotzdem, ich glaube, eine coole Passübung gefunden, beziehungsweise zwei Passübungen. Und jetzt hat das Abschlussspiel immer im Vordergrund, das ist für die Kleinen auch das Beste wahrscheinlich am Training. Ja, die Tore fallen, sie haben Bock und es macht Spaß. Den Spielern von Mainz 05 halt trainiert zu werden, war ein tolles Erlebnis und das Training war auch sehr gut. Die sind sehr nett und sehr cool und lassen sehr viel Quatsch auch mit sich mitmachen und tunneln und viel. Ja, genau. Alles viel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat als Verein ja grob gesagt quasi keine Verpflichtung, kann aber von ungeheuer vielen Angeboten im Rahmen der Clubpartnerschaft profitieren. Die Themenabende, Verlosungsaktionen wie jetzt, die dann zum Beispiel auch sowas als Erfolg zeitigen können. Die Eintrittskarten, die man gewinnen kann, also rundum eine tolle Sache. Und wenn ihr mit eurem Verein auch 05er Clubpartner werden wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung.